ist wärmer. Da ist wieder ein Hüllebecken, wo wir eigentlich umpumpen könnten. Dann könnten wir hier nochmal einen Acker setzen. Nahrung, hydroponisch. So, nächste Generation. Was mit dir? Kein Stromkabel verbunden. What? Kein Stromkabel verbunden? Das geht doch gar nicht. So. Jungs, ihr seid fleißig, aber ihr seid noch zu langsam. Mal da reinlaufen. Wenn ich mir das hier erschließen kann. Pflegestation, Station, Landwirtschaftsstation. Wollen wir mal da oben hin? Strom brauchen wir nochmal. So. Und das nächste, wir müssen dringendst Metall veredeln. Dazu möchte ich aber in ein Biom gehen, was ein bisschen kälter ist, weil sonst wird es ein bisschen zu warm hier alles. Klima. Verwendet Eis, um eine kleine Menge Wärme abzuführen. Okay. Eismaschine wandelt Wasser in Eis um. Raumheizung brauchen wir nicht. Okay, wenn wir kühlen wollen, muss ich Wasser umwandeln. Und das dann... Ja, okay, alles klar. Verstehe. Verstehe. Mhm. Okay. Verstehe. Das wird ja noch ein Spaß werden. Das wird ja noch ein richtiger Spaß werden. So. Machen wir mal Folgendes. Nehmen wir Granit. Bauen jetzt hier noch ein Schlafzimmer hin. Möbel. Wir haben leider nur diese Feldbetten. Das ist natürlich ein bisschen doof noch. Okay, wir sind 7. 1, 2, 3. Ja, komm. Mach das. Dann gibt es Skulptur hier hin. Hier auch mal. Einfach mal ein bisschen, damit es ihnen hier besser gefällt. Schaden tut's nicht. Da läuft noch ein bisschen Restwasser durch. Also nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Dann machen wir das weg. Wischen das auf. Und... Moment. Flaschenentleerer. Den haben wir noch gar nicht gebaut. Fällt mir gerade mal so ein. Den müssten wir irgendwo auch mal hinbringen. Das Konzept hier vorne müssten wir auch nochmal überdenken. Wie wir das regeln. Mach das mal dicht. So. Sanitär.
überhaupt einer die Klos? Fragezeichen. Okay, das ist das. Das führt dann hier hin. Hier ist noch nicht fertig gebaut. Ist ja unglaublich. Na? Mach das fertig, komm. Dann Transport. Automatischer Räumer. Automatisierte Räum- und Versorgungsaufträge durch Aufsaugen des nächsten nahen Schutzmaterialien. Fehlen veredeltes Metall. Verdammt. Wir müssen Metall veredeln. Aber dazu muss ich das Wasser hier auch wegbekommen. Oder wir setzen es hier oben ein. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Machen wir auch. Veredeln. Metallraffinerie. So, der erzeugt ja angeblich auch... Ja. Wieso hat der denn... Braucht der Wasser oder was? Produziert. Veredelnde Technologien. Wärme, keine Flächenkampf. Sag mal, Noxic, die Metallraffinerie. Braucht die Wasser? Weil die hat einen Eingang und einen Ausgang. Und deswegen ist das gerade ein bisschen komisch. Also Ausgang ist klar, dass die, heißes Zeug rausspuckt. Das ist logisch, aber der Eingang. Braucht die da Wasser? Würde mich jetzt mal interessieren. So, wieder was Neues. Graben, Stärke, Maschinen erhöht, erhält morgendliche Art, kann kochen auf. Oh, das ist nicht schlecht. 7 Stärke. Turner. Den nehmen wir mit. Turner nehmen wir mit. So, Zeitplan. Irgendeine Flüssigkeit. Okay. Danke. Hier kommen. Turner ist. Aber eher Morgentyp. Okay, dann schicken wir Devin hierher. Kommt mit ca. 120 Grad wieder raus. Okay. Das heißt, ich könnte auch Güllewasser reinkippen. Zum reinjagen und dann kommt das Zeug wieder raus. Okay. Vielleicht können wir es ja dann wieder nochmal benutzen. So, wie weit sieht es hier aus? Da oben. Graben. Bala. Zack, das muss mal weg. Das muss auch mal weg. Das kann auch mal weg. Aber ich muss ja eigentlich anfangen, mal hier Metall zu machen, damit wir die anderen Sachen bauen können. Weil sonst kommen wir nie auf den grünen Zweig. Erdgas. So. Das heißt, das Zeug fließt da rein und... Ja, wenn eine Toilette muss, geh doch. Okay, Abwasser. Abwasser läuft. Passt. Das hier ist voll, weil es da immer noch nicht gemacht ist. Mein Gott, wie lange brauchen die denn, um das hier fertig zu machen? Du musst aufpassen, wenn sich das Aggregatzustand innerhalb der Pipe ändert, geht die Pipe kaputt. Ah, okay. Aber da gibt es ja mit Sicherheit Sensoren und sowas. Flüssigkeitsfilter, Flüssigkeitsregler. Aber wir werden auf jeden Fall noch eine Menge Spaß damit haben, habe ich das Gefühl. Das vernünftig dann hinzubekommen.
So, Strom, Kabel. Kannst aber auch erstmal den Steinzermalmer verwenden. Okay. Aber ich baue ihn halt hier schon mal oben hin. So, wie sieht's aus mit Sanitärgedöns? Okay, die Rohre sind wieder frei. Das ist reingelaufen. In Ordnung. Wir haben auf jeden Fall genug Wasser gerade. Um alles am Laufen zu halten. Das ist schon mal ordentlich was. Sauerstoff, da haben wir da auch was. Sieht es denn da aus? Overlay. Wir könnten einen Luftreiniger benutzt Wasser, um Kohlenstoffdioxid aus der Luft zu filtern. Wandelt Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff. Also Wasser wird bei 100 Grad zu Dampf. Dampf durch ein Flüssigkeitsrohr geht nicht. Okay. Also durch ein Gasrohr dann. Wandelt Rost in Sauerstoff und Chlor um. Nutzt Sand. Wenn du verstehst. Ja, verstehe. Dampf muss dann durch ein Gasrohr. Also Flüssigkeit rein. Mal ganz kurz. Ich muss mal das Overlay ausmachen. Also Flüssigkeit rein. Dampf kommt raus. Genau. Stark erhitzte Flüssigkeiten. Duplikanten werden nicht herstellen. So. So, hier geht's weiter. Hier ist... Warum ist denn hier so viel Gülle auf einmal? Jetzt läuft das hier lang. Kommt das denn her? Wisch das weg. So, okay, dann machen wir mal auf jeden Fall hier noch einen hin. Ja, aber Gasrohr kann es an den Dingen nicht anschließen. Okay, das heißt, ich muss es unter 100 Grad anhalten, damit es nicht verdampft. So verstehe ich es gerade. Und was bedeutet das thermisch reaktiv? Das bedeutet doch, es heizt sich auf, oder? Sedimentgestein. Du brauchst also eine Flüssigkeit, die du stark erhitzen kannst. Okay. Am besten Öl oder Petroleum. Alles klar. Was wir ja erstmal noch finden müssen. Und so weit sind wir noch nicht. Leider. So, Dusche. Waschraum. Da brauchen die doch... Als Waschraum brauchen die doch... Gibt ja Moralbonus dann. Toilette mit Spülung. Latrine. Okay. Waschraum. Toilette mit Spülung. Okay. Duschen nehmen sie nicht. Es am besten es überträgt Temperaturen besser. Okay. Good to know. Warum ist denn immer noch nicht fertig? So, dann können wir jetzt theoretisch mal das hier schon mal wegnehmen. Das kann auch weg und das kann ja auch ruhig weiter gehandhabt werden. So. Es passt. Jetzt muss ich hier nochmal ganz kurz das zerlegen. Mach das weg. So, dann wollen wir, möchte ich gerne hier unten jetzt auf jeden Fall gleich einen Schlafraum bauen. Nochmal. Ziegel. Okay, warte mal. Ziegel.
Dann ist das... das hier abbrechen. Ah, okay, alles klar. Verstehe. Danke. Dankeschön. Sehr schön. So, das können wir auch wegmachen. Das können wir mal zerlegen. Und auch noch abbrechen. Und du darfst hier gerne noch mal ein bisschen graben. So, zerlegen. Und dann geht es hier weiter in die Richtung. Bauen wir hier unten noch Schlafräume hin. Ah, so eine Dusche, ne? Ist doch was Schönes. So, hier fließt auf jeden Fall was rein. Das ist gut. Das ist hier noch nicht so weit. Prio bitte mal auf 9. So, das hier, was habe ich mir hierbei gedacht? Das ist ja Blödsinn. Und auch abbrechen. So, Basis, Ziegel, Granit. Ich sagte doch ab. Mein Gott. Ziegel. Mit für den Deko-Bonus. Ah, oh, hier hinten kommt er nicht durch. Kolonie, super schweren Grabenfertigkeit. Haben wir da einen? Lass mal gucken. Dir geben wir das. Stinky bekommt den noch mit. Und du bekommst den noch mit. Du bekommst das mit. Pflanzenpflege, Viehzucht. Pflanzenpflege haben wir eigentlich schon wieder welche. Dann machen wir mal Viehzucht mit dir. Und Turner bekommt verbesserte Tragfähigkeit. So. Aha, Eis, sehr schön. So. Hopp, hopp. Ist das zu groß? Ja, ne? Das ist mit Sicherheit zu groß. 80 für die, für das Gewächshaus brauchen wir maximale Größe 96. Und Landwirtschaft. Achso, die Station fehlt noch. Dann hätten wir hier ein Gewächshaus. In Ordnung. So, neuer Duplikant eventuell noch. Und dann sind wir auch gleich durch mit dem heutigen Stream. Stärke schläft regelmäßig schlecht. Nachteule. Kalorien gesenkt. Ne. Wir nehmen das Ei hier. So, dann würde ich mal sagen, save wir mal. Neuer Speicherstand. Stream. Let's play. Ganz kurz in den Talk. Und ja, wie gesagt, das war der heutige Stream. Wenn du dir alles nochmal ansehen möchtest, gerne auf meinen YouTube-Kanal. Den Link findest du in der Beschreibung unten auf der Seite. Und ja, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Stream. Nächsten Montag, würde ich sagen.
Ansonsten, falls das jetzt nicht mehr gestreamt werden sollte oder beziehungsweise mal Montag jetzt nicht kommen sollte, werde ich Folgen so aufnehmen und euch dann so präsentieren auf dem Kanal. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen und vor allen Dingen Noxic, danke für deine zahlreichen guten Tipps wieder. Und ja, hab noch einen feinen Tag und mach's gut. Ciao, ciao.